sieht doch gar nicht so schlecht aus, die Surferpose der Kommissarin. Ich kann Wasserski fahren, auch Mono zum Beispiel, wenn ich gezogen werde. Udo Wachtfeitel hat es sogar einmal mit einem richtigen Surfbrett probiert. Dann habe ich es den ganzen Nachmittag versucht und bin keine 3 Sekunden mehr drauf stehen geblieben. Surfende Tatortkommissare auf der Eisbachwelle wird es also leider nicht geben. Stattdessen blickt die Geschichte in die Vergangenheit von Kommissar Leitmeier. Ich als Leitmeier darf mich diesmal sogar ein bisschen absentieren, weil die fiktionale Figur hat früher mal so, gesurft. Er war bestimmt kein Spitzensurfer, aber er war so drin und hat ein ganzes Jahr lang, hat es bestimmt sein Leben bestimmt. Während Franz Leitmeier also von seiner mehr oder weniger glorreichen Vergangenheit als Surferboy träumt, muss Kollege Ivo Bartitsch die Arbeit machen und in der Surferszene ermitteln. Heute werde ich nass gespritzt, soweit ich vom Regisseur gehört habe. Jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Neben den Komparsen tummeln sich auch viele Freizeitsurfer an der Welle. Die drei lassen wir noch vor, ne? Die Szene muss immer wieder neu angesetzt werden, weil jemand durchs Bild läuft. Achtung, wir gehen auf Anfang zum Weg. Und bitte! Die Kommunikation ist schwierig, auf die andere Seite rüber, das Rauschen. Es ist warm, man möchte am liebsten selber reinspringen. Meine Stimme ist morgen weg. Bitte! Bevor Kommissar Bartitsch so richtig nass gespritzt wird, soll er die Surfer noch einem Tatverdächtigen befragen. Keiner will richtig mit ihm reden. Durchaus realistisch. Surfer reden eben nicht mit jedem, sagen die Komparsen. Sie sind allesamt langjährige Szenemitglieder und tatsächlich sehr, sehr nett. Und heute auch ein bisschen nervös. Surfer, die sonst genau wissen, was sie tun und es klappt natürlich immer, sind dann auch so ein bisschen aus dem Konzept geraten, weil dann einfach irgendwie die Aufregung oder was auch immer dabei war. Zu guter Letzt klappt es dann doch noch mit dem nass gespritzten Kommissar. Die kleine Welle da, das schaut so einfach aus, aber wenn du das mal probierst, ist es wahnsinnig schwer. Ja, und nass. Die Eisbachwelle ist nun auch im Tatort verewigt. Passend dazu der Titel Die ewige Welle